Es ist einfach traumhaft hier. Ich bin rund 20 Kilometer von der Copacabana entfernt in Baja da Tijuca. Denn genau hier befindet sich auch das Deutsche Haus. Und wie es da drinnen aussieht, zeige ich Ihnen jetzt. Aus einem Beachclub ist jetzt der Treffpunkt für das deutsche Olympiateam und seine Gäste geworden. Natürlich muss hier jeder kontrolliert werden, der hier reinkommt. Und zwar muss er durch diese Sicherheitsschleuse hier. Und er muss sich auch akkreditieren. Und da gehe ich jetzt mal hin. Unter anderem arbeiten hier 45 freiwillige Helfer. Einer von ihnen ist Paul. Da ist sie, die Eintrittskarte fürs Deutsche Haus. Was muss man denn alles können, um hier Volontär zu sein? Nett lächeln. Das ist, glaube ich, das Hauptkriterium. Gute Laune verbreiten wäre vielleicht auch noch eins. So, und hier unten finden jeden Tag im Deutschen Haus die Pressekonferenzen statt. Und ich schaue jetzt einfach mal, was da gerade los ist. Und zwar eine ganze Menge. Timo Boll ist nämlich da. Der Tischtennisspieler und fünffache Olympiateilnehmer ist unser Fahnenträger in Rio. Hast du dich denn schon erkundigt, wie schwer die Fahne eigentlich ist? Es wurde schon angedeutet, als Tischtennisspieler werde ich die nicht packen. Zu wenig Muckis oder was? Nee, ich denke, selbst als Tischtennisspieler kann man die ganz gut schwenken. Und im Vorfeld hat man ja auch ziemlich viel Krafttraining gemacht. Über diesen Steg hier werden die künftigen Medaillengewinner laufen und sich eben feiern lassen. Und ich bin mir sicher, da wird der eine oder andere dann doch mal in den Pool springen vor lauter Freude. Vor dem Deutschen Haus herrscht plötzlich große Aufregung. Der olympische Fackellauf kommt vorbei. Klar, dass ich das nicht verpassen möchte. Yeah, die olympische Flamme! Ein mitreisender Moment, im wahrsten Sinne des Wortes. Zurück im Deutschen Haus entdecke ich auf den 1300 Quadratmetern viele chillige Ecken. Eine brasilianische Spezialität darf natürlich nicht fehlen. Hello! How do you order caipirinha in Portuguese? Uma caipirinha, por favor. Uma caipirinha, por favor. Obrigada. Ja, hier lässt es sich gut aushalten. Und am Abend ist es dann soweit, mit der symbolischen Schlüsselübergabe gehört das Deutsche Haus dem Olympiateam. Das Deutsche Haus ist jetzt offiziell eröffnet und wir freuen uns auf die vielen deutschen Sportlerinnen und Sportler in den nächsten Wochen.